Was wird denn das, Mann? Ist das deine? Sie gehörte einem pensionierten Polizisten, der heute Nacht gestorben ist. Oh, dann bist du wohl ganz allein auf der Welt. Was? Wie heißt sie? Katze. Hast du an Katzenfutter, Spielzeug, Katzenklo und sowas gedacht? Ja, hab alles gekauft. Cool. Kaum Katze. Thomas und Marie Jorgensen, Zwillinge. Wurden erstochen. Marie wurde vorher vergewaltigt. Aber hier steht, dass der Fall aufgeklärt ist. Ein Junge aus dem Ort, Bjarne Tögersen, hat sich selbst angezeigt und alles gestanden. Ich verstehe das nicht. Henning Jorgensen, der Vater der beiden Geschwister, hat an dem Fall weitergearbeitet. Er musste dann vorzeitig in Pension gehen. Ja, weil er einen Kuckuck hatte. Das ist eine Idiotenkiste, Mann. Wie würd's dir gehen, wenn das deine wären? Hey, warum dieser Fall, Karl? Wir haben über 50 unaufgeklärte Fälle, mit denen wir seit Monaten fertig sein sollten. Karl, die machen uns das Sonderdezernat Q dicht. Zuerst waren wir nur Scheiße und jetzt sind wir ein verdammter Witzmann. Der Vater hat mich gestern nach der Feier angesprochen. Er wollte, dass ich mir den Fall ansehe, aber ich habe ihn weggeschickt. Wenig später lag er da mit aufgeschnittenen Pulsadern. Und ja, vielleicht hatte er einen Kuckuck, aber ich muss mir diesen Fall hier ansehen. Okay? Haben wir was, womit wir anfangen können? Bjarne Tögersen bekam 5 Jahre, war nach 3 wieder raus bei Doppelmord und Vergewaltigung. 64. Ihr geht es inzwischen sehr, sehr schlecht. Sind Sie unterwegs? Der Krankenwagen müsste in ein paar Minuten nach. Hi. Hallo? Ist da die Polizei? Ach, Scheiße. Ja! Polizeinotruf? Ist da jemand? Sie waren bedauernswerte Engelchen. Schwarze Fragmente des öligen Himmels tropften in ihre Augen. Sagen Sie mir Ihren Namen? Sie sind tot. Sie sind beide tot. Sagen Sie mir, wie Sie heißen und wo Sie sich befinden. Wir haben... Sie müssen mir helfen, wollen Sie mir denn nicht helfen, Mann? Seine Küsse zerreißen!